So, ein weiterer Tag, ein neues NES-Spiel und wir fangen an mit dem Spiel Kabuki Quantum Fighter für den NES. Gut, mal gucken, es ist ein Hawken-Spiel. Der Name sagt mir was von der Firma her. Year 2000, Ding, someone or something has broken to the main defense computer and is blocking access to the backup system. Of course, the program controlling our nuclear weapon system is altered to a plan that could be reduced to a pile. If Canada's conflict is unavailable. Ja, es ist ein, so eine Art Jump'n'Run, beziehungsweise Jump'n'Shoot, beziehungsweise Action-Adventure. Gut, ja, ich denke mal, das reicht. Gucken wir uns das ganze Spiel mal an. Quantum Fighter von Hall. Die Macher von Kirby, wie ich richtig sehe. Und das sieht schon mal interessant aus. Okay, Round 1 start. Ich würde sagen, die Haare des Todes, ne? Okay, wir können mit Fäusten schlagen und wir können auch irgendwie mit, ja, unseren Haaren angreifen. Und kämpfen gegen komische Elfen, die irgendwie rumschießen. Es sieht. Es entsinnt mich irgendwie an das. Batman-Spiel für NES. Vom optischen her. Also, animationstechnisch sieht das Ganze cool aus. Okay, die schießen also auch. Es hat doch so ein bisschen was für Ninja Gaiden, muss ich sagen. Sieht aber geil aus, muss ich sagen. Sieht echt cool aus, das Ganze. Ja, das sieht cool aus, das Spiel. Das sieht echt cool aus. Es hat so einen gewissen Ninja Gaiden-Flair. Ich könnte Leben gebrauchen. Ah, mit Select kann ich solche. Ah, mit Select kann ich so wechseln, okay. Klingt aber wie gar nichts. Und doch bringt was. Wunderbar. Also wenn ich springen drücke, dann möchte ich auch schon mal erwarten, dass mein Charakter auch einigermaßen springt. Übrigens, sie gerade hatten Zeitlimit das Spiel. Fällt mir gerade so am Rande auf. Na komm, machen wir es so.
Ach, verstehe, dafür sind diese Chip-Dinger. Das sind Geschosse, sozusagen. Also kein Plan, wie schwer das Spiel noch wird. Das erste Level ist schon nicht ohne. Ja, voll reingesprungen, wunderbar. Ja, toll. Super Hitbox von den Dingern. Ich muss aber sagen, für ein NES spielt das echt geil aus. Oh. Alter, sind Trotte Master. Okay, was ist das? Okay, das zeigt nichts weiter als nach oben. Okay, Stage cleared oder noch ein Boss? Okay, kein Plan, was das jetzt sollte. Okay, ein Boss. Okay, was geschafft. Das hat echt ein bisschen was von Ninja Gaiden, muss ich sagen. Okay, wie sich das verrechnet, keine Ahnung. Also für Ninja Gaiden Fans ist das Spiel perfekt, würde ich sagen. Enemy Guns Power has been increased. Round 1 clear, Wash Button, okay. Das ist ein geiles NES-Spiel, muss ich sagen. Das ist echt ein geiles NES-Spiel. Das ist im Stil von Ninja Gaiden gehalten, würde ich sagen. Und das von einem Kirby-Spiel. Ich denke mal, die Inspiration liegt dann wohl. Wow, wie fällt die aus? Bei Ninja Gaiden. Das ist nämlich definitiv die Ninja Gaiden Handschrift. Aber es gibt ja einige Spiele, die so aufgebaut sind. Ja, was kann man als Beispiel nehmen? Ich glaube, Powerblade ist ähnlich schwer.
Hat auch so einen Ninja Gaiden Flair. Ja. Und dann gibt es noch zig Dutzende andere Spiele, die sich nach Ninja Gaiden inspirieren. Haben von Ninja Gaiden inspirieren lassen. Komm ich da? Na, ja, komm ich so hoch. Und man fliegt natürlich auch genauso schön zurück wie in Ninja Gaiden. Aber das Respawning ist nicht so extrem. Das war dumm. Und ich bin leicht. Ja, ich bin tot. Gut, aber wir wollen die Folge jetzt nicht so lang halten, beziehungsweise nicht allzu lang. Sam and Lord Adventskalender. Level geschafft, ein Boss geschafft. Das Format dürfte uns mittlerweile klar sein. Ja, und jetzt gucken wir uns mal heute das zweite Spiel. The World ist das zweite Spiel. Ist wieder ein Jump'n'Run für den NES. Und ja, mal schauen, was ich denn hier Schönes wieder gezogen habe für das Spiel. Ihr wollt mir nicht sagen, dass es den Stand. Ja, das war auch mal eine interessante Art, irgendwie eine Story weiterlaufen zu lassen. Ich musste den Start-Button gedrückt lassen. Okay. Es wird. Man sieht immer wieder was Neues, wenn man Spiele spielt. Hallo blauer Shenlong. Tschüss blauer Shenlong. Ja, ein Haufen von Shops. Mit haufenweise skurrilen Leuten drin. Das Spiel scheint gern mit dem Startknopf zu arbeiten. Wie ich mitbekomme. Wer kam bitte auf die Idee, den Startknopf zu benutzen, um eine Story, irgendwie sowas wie Text weiterlaufen zu lassen? Gerade der Knopf, der bei mir am schwersten einzudrücken ist. Gut, danke. Jetzt schon irgendwie. Ja, geil. Schon ein paar Meter gelaufen und schon treffe ich einen Boss, der mir haufenweise Münzen ausspuckt. Und hallo, alter Mann. Ich kann nicht verstehen, was du sagst, weil du in Kanjis mit mir sprichst. So, jetzt bitte mal eine richtige Stage, oder? Also, weil ich weiß, es ist ein Plattform-Game. Ich werde von Pilzen und Schlangen gegriffen, wow. Ich denke mal, ich meide das mal die Häuser, weil es geht ein bisschen auf die Klötze, dieses Hallo? Wo? Ach da. Warum kommen die Blöcke gerade von Mario bekannt vor? Na, kann ich die kaputt machen? Natürlich nicht. Sonst ging es ja nicht weiter. Jesus Christ, ich kann über Wasser laufen. Jesus Christ. Oh mein Gott.
Ich muss sagen, das andere Spiel hat mir auf Anhieb besser gefallen als das hier. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ach komm. Also so ganz haut mich das Game jetzt noch nicht so vom Hocker. Naja, musikalisch habe ich auch schon Besseres gesehen, beziehungsweise gehört. Alter, du penetrante Fledermaus! Was auch immer das gerade zu bedeuten hat, das Fragezeichen. Ja klar, hinter meinem Haus hier unten. Mit einem weiteren Boss. Jetzt sag mal nicht, es gibt kein Continue. Ich glaube, es gibt kein Continue-System. Geiler Shit. Oh, liebt ihr nicht auch so Spiele, wo es absolut kein Continue-System gibt? Ist das nicht endgeil? Ich finde schon. Ja komm, jetzt hör auf zu labern und lass mich weiterspinnen. Hallo. Ich drücke jeden einzelnen Knopf, den es gibt. Oh Gott, ey. Hör auf zu labern und lass mich spielen. Ich muss sagen, das andere Spiel war deutlich besser. Und diesmal spare ich mir die ganzen Häuser. Habe ich jetzt keine Lust drauf, reinzugehen. Um mich von Text zuschwallen zu lassen. Ja, die Grafiken sind sehr zusammengewürfelt quasi. Die Musik ist nervig. Das Geile ist, es gibt kein Container-System. Das ist der geilste Shit. Oh, jetzt bist du aber richtig arschlochmäßig drauf. Ja, hallo alter Mann. Hör auf zu labern und lass mich weiterspielen. Jetzt kommt dieses ewig lange Musikstück, das ich mir auch ja bis zu Ende anhören darf, weil die Entwickler anscheinend sehr stolz waren auf ihr Werk. Natürlich. Okay, was ist das eigentlich wieder für ein Ramsch? Achso, ich gehe schneller damit. Ich verstehe, den Shops kann ich mir sozusagen so eine Items kaufen. Unter anderem extra Energie. Okay, was auch immer das für Federn sind.
Nervige Fledermaus. Ich muss sagen, nach dem nächsten Game Over ist definitiv Schluss mit der Folge. Oh, hör auf zu nerven. Soll ich mal raten, da oben? Geht's noch weiter? Warum kannst du übers Wasser laufen? Oh, Jesus Christ, du hast komische Fähigkeiten. Oh, die Musik ist irgendwie extrem nervig. Jo! So, das lasse ich jetzt aber nicht. Cut ich aber raus. Ne, das cut ich nicht raus. Ist mir egal. Komm, ich gehe weiter. Ein komisches rosa Vieh, das irgendwie Pilze spuckt. Voll cool und so. Oh ja, natürlich muss der mich noch treffen. Ich habe definitiv genug von dem Spiel. Gut Leute, das war's für diesen Tag. Und mal schauen, was uns morgen erwarten wird. Auf jeden Fall eine neue Konsole. Lasst euch überraschen, was morgen dran kommt. Ciao.